キリトさん、そのまた少し攻略にお付き合いいただいてもいいですか？ああ、もちろんさ。本当ですか？ありがとうございます。 Okay, das ist wirklich sehr viel Levelei nebenbei. So fast eine halbe Stunde dabei, meine Güte. Ist auch gerade mal 5 Minuten her. Man kann doch fliegen. Shirika, die Hände strecken. Jetzt wissen die, ich habe doch Flügel. しなくていいよ。 2人 とも無事だったんだしさ。 はい。 ん？ これは？ なあ、シリカ、 これ 何ですか？ ちょっと見てくれ。 キリトさんの隣に 寝っ転がっていいのでしょうか？ でも キリトさんが呼んでるわけだし。 どうした？ Tatsächlich, cool. Du hast es, Svaldo Alpenheim. カーディナルシステムがグラフィックリソースを流用したのかもしれない。もっとも、エール王にプネウマの花なんてアイテムは存在しないから、タップしても何も出ないけど。名前は出なくても間違いありません。また見られるなんて思ってなかったです。シリカにとって大切なものだもんな。はい。ピナーを生き返らせるために、キリトさんと取りに行った花ですから。 どうやら破壊不能オブジェクトみたいだ。残念ながら積むことはできないな。そうですか。でも逆にこのままにしておいた方がいいかもしれませんね。どういうことだ？ここって急斜面の下にあるから、きっと誰も気づかないと思うんです。ですからここを二人だけの秘密の場所にしませんか？ キリトさんとの思い出は、私だけの秘密にしておきたいんです。シリカ、迷惑ですかね。いや、そんなことないよ。俺もここは誰にも知られたくないから。だってシリカの大切なものがあるんだから、誰かに踏み荒らされるのはいい気分じゃないだろう。 Der schnallt ja auch sonst nichts. Pina は自分が仲間外れにされると思ったのかな。
知らん顔みたいだな。もしかして私とキリトさんの仲を邪魔しようとした、うん、それはさすがに考えすぎかな。シリカ、どうしたんだ、難しい顔して。そうだな。今度は転ばないように注意しないとな。そうですね。Eine tiefe Verbundenheit. Oh, cool. Haben wir das auch hinter uns? Meine Güte, das war jetzt echt viel. Es ist mehr geworden, als ich dachte. Halbe Stunde. Eine halbe Stunde machen wir das jetzt schon. Meine Güte. Oh, boah. Dann gehen wir jetzt endlich nach Flosshilde. Da habe ich jetzt Bock drafFafnir. Flosshilde, der Eisring. Yeah. Ich möchte endlich weiterkommen in der Story. Wir müssen mich in den dämlichen Dungeon, in den fetten Riesendungeon. Ach, guck mal, Sinon sieht irgendwie anders aus. Das ist das Original-Outfit von diesem Spiel. Und das sieht echt cool aus, so mit den roten, schalähnlichen Dingenskirchen. Das sieht cool aus, Mann. Lass mich doch. So, hätten wir das. Da oben ist wieder der dämliche Drecksdrache, der einfach Flüche verteilt. Penner. Und jetzt erstmal ab in den Dungeon. Mal kurz loslassen. Dann können wir endlich weitermachen mit der Story. Man denkt immer, okay, ja komm, ich mach mal kurz ein bisschen was so nebenbei. Und dann wird das so viel. Das ist auf einmal so viel, wo man sich denkt, Alter, wo ist die Zeit hin? So, rein in die gute Stube. Und jetzt sehen wir endlich Neuland. Hey! Da! So, kampfbereit machen. Sollen wir kurz gucken. Okay. Niederes Kruppzeug, so wie den. Bogenschützen. Muss ich eigentlich Bogenschützen töten? Ich muss mal kurz gucken auf meine Quests. Scharfschütze, Homunculus, Drohlem, Hapiel. Okay, die Bogenschützen sind scheißegal. Die interessieren niemanden. Das sind ja nur Bogenschützen. Also lass ich mal Ruhe. Ausdauerkristall. Ach, wie niedlich. Okay. Wir müssen erstmal da runter. Oh, sind alles Monster. Nein. Hallo? Hallo, ja. Ah, natürlich. Gut, dass ich penne, bevor ich irgendwie was einsetzen konnte. Hallo? Boah, jetzt zerschnetzel es. Sauber! Nämlich ein Drecksviecher. Mann, jetzt pennt er schon wieder. Das ist so ein Penner, ey. Ja, ja, lass mich mal ruhig schlafen. Geh mich ins Drecksvieh. Hallo, hör auf damit. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, ich renne auch immer rein. Komm, nicht schlafen. Sinon staubt noch ab. Huch. So, hätten wir. Okay, es waren alles Fallen, alles Fallen. Und wir haben... Oh, die haben viel Irrt gebracht. Finde ich toll. Ja, so ein Bogentrottel. Noch mehr Bogentrottel. Bogentrottel, Bogentrottel, Bogentrottel. Ah, der hat mich getroffen. Voller gemeine Hund. Ich hau die Kamera mal so hin und her. Das ist ein bisschen super leid. Ja, haben wir alles. Komm, tun wir uns mal selber den Gefallen und töten den einfach. 20! Das gibt... Boah, gerade mal 20 Kohle. Das ist ja grausam. Grausam wenig. Warte mal, wo bin ich jetzt? Ah, okay, wir müssen... Hier ist die richtige Richtung. Ja. Achso, ja, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur
einfach nur just for fun wollte ich ihn umbringen, weil ich es kann. Och, ernsthaft. Aber sind wir eigentlich so... Warte mal, die sind doch... 380, das ist ja läppisch. Warte. Ich renne mal ein bisschen doof hin und her. Ist eigentlich schon verlockend, die jetzt kaputt zu schlachten. Naja, super, nicht getroffen. So wie nur Kirito es kann. Kratz ab. Die bringen aber ordentlich Knete. 214, das ist cool. Oh, kratz ab. Oh nein, 213, das hat sich nicht gelohnt. Hilfe. Ich werde arm bleiben. Oh, einer weniger. Ach, weißt du, ich hab da keinen Bock drauf. Warte mal. Natürlich habe ich jetzt dafür keinen Mana. Ah ja, Shibata. Blablabla. So, wir lassen die einfach mal leben. Die können uns eh nichts, weil die schlecht und schwach und schlecht sind. Vor allem schwach und schlecht. Okay, das ist der Aufstieg. Dafür müssen wir garantiert jetzt alles hier an Gruppzeug erledigen. Natürlich! Blöder Hund. Wie heißt der? Ich kann den nicht gerade richtig lesen. Ich kann nicht lesen. Muss ich den nicht auch töten? Ah. Warte mal. Ups, jetzt habe ich noch was aktiv. Wie heißen die? Automaten. Hab hier Drolem. Das sind Drolems, die... Was? Oh, ich wollte nichts. Ich wollte kein Item einsetzen, du Blödmann. Drolems, die muss ich ja platt machen. Habe ich ganz vergessen. So, ein Drolem weniger. Die muss ich unbedingt töten. Questmäßig und so. Alles für guten Zweck. Es wäre besser, wenn unser Mana im Union-Modus auch schneller wieder sich regenerieren würde, damit wir nicht so ewig lange warten müssen. Oh, einer weniger. Oh, geil. Wir können weiter. Tschüss, Monster. Hallo, Schatztruhe. Fluchtkristall. Oh, ist das toll. Oh, ich sollte mich mal ein bisschen nomsen. So. Und weiter geht's. Ab in die nächste Etage. Ah, rechts ist... Ah, okay, cool. So gehen wir jetzt erstmal... Links. Wieder kommen, wieder links. Dann passt das schon. Ich finde es immer noch schade, dass die Dungeons und Ruinen immer relativ gleich aufgebaut sind, immer gleich aussehen. 50.000. Geil. Ein bisschen mehr. Oh. Wäre doch schon besser gewesen. Ah, Automata. Das sind. Die heißen Automat? Ernsthaft? Töte die Roboter. Besiege Automata. Mal gucken, wie viel wir da jetzt reinkloppen können. Ah, hast gesehen, wie ich den fertig gemacht habe? Ihr hattet keine Chance. Bams, und noch. Oh, ich bin ausgepowert. Bams! So, Automata, Dotter. Ach, wir sind schon in diesem Verbindungsraum. Okay, cool. Wäre ich fast den falschen Weg gegangen. Oh, nein. Ja, die möchte gern Käfer-Pokémon, die einem Statuseffekte ohne Ende reinkloppen. Tür, öffne dich. Ach du meine Fresse. Das Gute ist, hier haben wir wieder Automata, die wir kaputt schlagen können. Bams! Gerade mal die Hälfte fast abgezogen. Ist schon traurig dafür, dass wir da wer weiß, was an Schaden eigentlich rauskloppen. Mach dann auf Ventilator. Das ist für dich, weil das eine Vieh mich getroffen hat. Ich glaube, ich muss alle Monster hier umbringen, oder? Um weiterzukommen. Also sollten mal so Monsterräume auch ewig lange dauern, werde ich auch die einfach skippen. Weil ganz ehrlich, wir sind gut genug, um das hier einfach locker zu schaffen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind einfach gut.
Arm umgehauen, den fetten Klumpen. Natürlich rennt Janine einfach in die Styroporsporen. In die Stachelsporen rein. Ich nenne das jetzt einfach mal nach Pokémon-Sachen. Bams. Da liegt er. Der dicke Klumpen. Machen wir mal Rache-Moves. Es hat gereicht. Es hat gereicht. So, mach mal hier hin. Mutter versperren den Weg. Natürlich. Ah, natürlich, mein Mana geht wieder runter. Das ist ja wieder ganz toll. Die sind nicht stark, die sind nervig. Bleib auf den! So, einer weniger. Noch einer weniger. Keine Angst vor dir. Yay! Was? Wo kommst du denn her? Wer ist da draußen? Ach, noch so eine Missgeburt. Halt! Er kann nicht raus, weil er doof ist. Die Tür öffnet sich! Jetzt wollte ich den von hinten angreifen, aber er lässt mich nicht. Ah, der Sturmangriff. Stimmt, den habe ich auch noch. Ich möchte mal gleich den Kontermove machen. Komm, steh auf! Steh auf, Digga! Komm! Hat's jetzt voll gebracht, ey. Willst du mich verarschen? Was war das für eine Nullnummer? Kirito, bitte! Ich mag den Move jetzt schon nicht. Das sind Kontermoves. Ich kämpfe nur gegen den fetten Klumpen, weil ich die halt töten muss für die. Für die Quest. Das ist der einzige Grund. Da mache ich jetzt einfach mal den hier. Natürlich. So, dafür musst du jetzt leiden, weil er mich eben getroffen hat. Das war jetzt echt geiler Schaden. So. Müssen wir jetzt, glaube ich, gleich 9 oder 10 von den Automatas schon besiegt haben. Sollte eigentlich dann... Sind wir jetzt mit denen durch? Ich könnte das jetzt die ganze Zeit natürlich machen, bis ich die Quest durch habe, aber habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt lass mich mal durch, du! Meine Güte. 10! Geil! Können wir gleich weitermachen. Freude! Oh nein, Bogenschützen. Jetzt habe ich aber Angst. Ein kleiner blauer Zubatz. Oh nein, Hilfe! Die Tür öffnet sich. Haben wir hier... Wie die immer durchs Bild flattern. Haben wir hier irgendwas? Nein, gut, tschüss. Nein, mit euch spiele ich nicht. Auch mit euch spiele ich nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Pfui, aus, Bait. Schnauze, ich bringe dich jetzt einfach um. Komm schon mal, Leute, alle auf ihn drauf! Ja, yeah, Mann, der, ich bring einfach alles um, Move. So, und zack! Jetzt haben wir schon 11 gekillt, sehr schön. Weiter geht's im Text. Oh, guck mal, wieder Bogenschützen. Meins. Und ich muss doch bestimmt erst da rein, damit ich in den einen Raum kann. Hallo, öffne dich. Oh ja. Oh nein, er hat mich getroffen. So, rein hier. Ich möchte gerne was haben. Yggdrasil-Tropfen, sehr gut, kann ich gebrauchen. Einhandschwert, toll. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter zum Boss, ist mir egal. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Deppen hier. Ja, links rum. Sinon gammelt immer noch hier rum. Auch nice. Janine, hallo. Irgendwo. Irgendwo eine kleine Janine. Da ist sie ja.
Gehen wir mal kurz in die Stadt zurück, den Teleporter aktivieren. Da haben wir jetzt endlich Fafnirs Versteck aus dem Teleporter-Lock raus. Dann können wir gleich wieder hier hin. Will jemand was? Nein, gut. Oh. Das war mein Handy. Toll. Wir können hier. Wir holen uns auch einen Yggdrasil-Tropfen. Komm, das machen wir schnell. Mission abgeben. Vielleicht haben wir eine neue Mission. Bevor wir in die Ruine zurückgehen. Abschließen. Stufe 4, danke. So, noch 4 Automata. Haben wir hier neue Missionen? Nein, haben wir nicht. Meine Fresse, ey. Ich hasse es jetzt. Idiot, schreib in 2 SMSen. Marcelo. Ja, ich weiß, wie ich heiße. Da muss ich jetzt immer antworten. Es ist wichtig. So, und jetzt mache ich das Handy auch für lautlos. Ah, warte mal. Schnauze! Möchte in Ruhe aufnehmen. Ah. Entschuldigung, ich lasse das jetzt einfach mal drin. Ist mir egal. Ich habe keinen Bock, jetzt hier den Furz rauszuschneiden. Reicht ja schon, wenn ich die Kämpfe, die ultra spannenden Bosskämpfe, einfach mal cutte, um die Spannung zu minimieren. So, das haben wir. Ja, ganz genau. Sehe ich auch so. Was auch immer du meinst. Gern geschehen. So, jetzt aber.